Vielen Dank euch, Maniacs. Wow. Ich sitze jetzt hier mit Gena von Dali Bude. Gena, vielen lieben Dank, dass du hier bist. Du bist ja selbst Ukrainer, lebst schon seit einiger Zeit in Braunschweig. Wie ist die Situation gerade für dich? Ja, ganz schrecklich, denn wir kommen aus der Ukraine, Oleg kommt aus Kharkiv, ich komme aus Lviv. Meine Familie lebt da, mein Vater lebt in Lviv und just in dem Moment, als wir Soundcheck gemacht haben, wurde ein Haus, ein Einkaufszentrum getroffen von Raketen. Lviv ist zwar ganz im Westen der Ukraine, aber wir sind ganz, ganz tief betroffen und machen uns ganz große Sorgen. Ja, ja, das ist... Die Bilder, die man ja immer wieder im Fernsehen sieht, die sind so erschreckend, man kann sich das gar nicht vorstellen. Mitten in Europa, in einem Land, was friedlich ist, was demokratisch gewählt ist, plötzlich Krieg. Du hast ja eben schon erwähnt, du hast Angehörige dort. Magst du kurz erzählen, wie geht's denen? Sind die okay? Ja, die sind alle okay. Also es gibt noch keine ganz schlechten Nachrichten. Und das ist sehr unterschiedlich. Also ihr müsst wissen, ich bin mit 22 Jahren nach Deutschland gekommen, sprich ich habe da Freunde von der Schule, von der Uni und die Freunde sind verteilt über das ganze Land. Wir haben Freunde aus Kharkiv fliehen mussten, wir haben Freunde, die in Mariupol jetzt sitzen und nicht rauskommen. Meine Patentante lebt bei Kiew und ihre Kinder sind geflohen aus Kiew in die Westukraine. Sehr, sehr viele Menschen sind jetzt auch innerhalb der Ukraine geflohen. Noch mehrere Millionen sind jetzt auch ins Ausland geflohen, nach Polen und in die anderen Länder. Ich kann mir vorstellen, dass das für euch ja gerade sehr belastend ist und trotzdem seid ihr super aktiv mit Dali Bude. Also ihr spielt ja ein Benefizkonzert nach dem anderen und tut alles, was ihr könnt. Kannst du gerne auch was darüber erzählen? Also die Band hatten wir tatsächlich gegründet 2015 nach der Annexion von Krim. Und unser erster Auftritt war bei einem Benefizkonzert, damals mit unserer georgischen Freundin, mit einem Verein. Und der eigentliche Fokus ist international, wie wir spielen in vielen Sprachen. Und zurzeit ist der Fokus tatsächlich natürlich auf der Ukraine und wir unterstützen so viel wir wollen. Ich bin auch aktiv im Verein Freie Ukraine Braunschweig tätig. Wir machen jetzt sehr, sehr viel. Was uns wirklich freut, dass sehr, sehr viele Menschen uns schreiben und kommen vorbei und helfen mit ganz, ganz unterschiedlichen Sachen. Bei Behördengängen, bei Übersetzungen, mit Sachspenden, bei den Transporten. Leute springen einfach ins Auto ein und fahren an die Grenze und holen die Familie hierher. Das ist wirklich, wirklich überwältigend. Und das ist natürlich für uns sehr schwierig, hier zu sein und im Prinzip nichts machen zu können. Ja. Und deswegen konzentrieren wir uns hauptsächlich auf medizinischen Transport, was der Verein angeht. Und was die Band angeht, das, was wir machen können, singen. Ja. In den ersten Tagen war gar nicht möglich, darüber zu sprechen. Jetzt sitzen wir hier und unterhalten uns darüber. In den ersten Tagen konnte ich, da standen mir die Tränen, da konnte ich wirklich nicht sprechen. Und nach diesem ersten Schock muss man ja tatsächlich durchatmen und nicht in Panik zu geraten, sondern sich darauf zu konzentrieren, was man machen kann. Ja. Also wir haben vor, mit den Familien Treffen zu organisieren, die Kinder zu unterstützen. Da wird ein Familienzentrum errichtet, gerade in Braunschweig und wir werden natürlich da sehr tatkräftig unterstützen, sei es mit den kleinen Konzerten oder mit Kiddies zu singen. Da freuen wir uns schon drauf, denn ja, man macht, was man kann. Ja, ich finde das Wahnsinn, dass ihr euch so engagiert und dass ihr dabei seid, obwohl ihr ja indirekt betroffen seid und betroffene Familie habt. Und heute Abend scheint ja auch so ein bisschen durch, dass Musik verbindet. Und gerade bei eurer Band, ich meine, normalerweise singt ihr auf über 10 Sprachen. Also erstmal, wow, wie macht ihr das? 10 Sprachen, das ist Wahnsinn. Und natürlich auch, weil es verbindet. Musik verbindet ja. Musik ist eine Sprache, die überall gesprochen wird. Absolut. Also Sprache ist meine zweite große Leidenschaft und ich lerne über die Musik die Sprachen. Und das ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann. So habe ich auch Deutsch gelernt. Dann habe ich Grönemeyer versucht zu verstehen.
ja, die Musik verbinden, wie man heute sieht. Ganz, ganz tolle, viele Bands, die heute so, so einfach ganz toll uns unterstützen. So viele Menschen, die da gekommen sind. Ja. Wir freuen uns riesig. Also es ist tatsächlich, wir haben hier gut Publikum im West End. Wir haben über 150 Gäste hier heute. Wir haben viele Leute im Livestream. Auch an euch im Livestream nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Spendet bitte. Wir haben die Spendenadresse immer wieder eingeblendet. Jeder Cent hilft. Ich weiß, ich habe es heute schon oft gesagt und ich werde es auch noch ein paar Mal sagen, weil es einfach so wichtig ist, weil der Verein Freie Ukraine Braunschweig, bei dem du dich ja auch engagierst, es ist einfach so, so wichtig, was die an Arbeit leisten. Und auch gerade diese Medikamententransporte, die sind so unfassbar wichtig, gerade weil man ja auch hört in Mariupol, was da eine wirklich humanitäre Katastrophe gerade passiert. Was kann man denn noch tun? Also ihr habt auch eine tolle Website, vielleicht kannst du darüber noch was sagen, weil da gibt es ja auch Informationen. Ja, genau. Also die Website von der Band heißt dalibude.net, da haben wir Informationen, wie man uns kontaktieren kann und auch die Auftritte. Wir werden auch diesen Auftritt natürlich da verlinken. Da stehen auch die Sprachen, in denen wir singen und normalerweise ist das Programm etwas fröhlicher, was wir anbieten. Und außerdem, alle Informationen sind auch zu dem Verein und den Aktivitäten sind auf der Webseite freieukraine-braunschweig.de zu finden. Und bitte kommt vorbei, schaut, was man machen kann. Wir werden auch jeden Freitag ab 16.30 Uhr vom Verein wird so ein Treffen organisiert für die Geflüchteten. Mit Kindern, wo man sich kennenlernen kann, kommt einfach vorbei und helft mit. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Ja, vielen Dank dir, dass ihr hier seid, dass ihr uns heute unterstützt und dass ihr ein so wunderbares Set gespielt habt. Also ich muss sagen, ich habe geweint, während ihr gespielt habt. Ich saß hier mit Soja von eurem Verein. Ja, und das war emotional. Das war sehr, sehr emotional. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, wir hoffen, dass das bald vorbei ist und dass wir bald eine andere Situation in der Ukraine haben und dass hoffentlich bald wieder Frieden herrscht. Gibt es denn noch etwas, was du sagst, was man tun kann, wenn man jetzt zum Beispiel nicht spenden kann? Gibt es Möglichkeiten, sich da irgendwie noch einzubringen? Also wir brauchen Leute, die den Geflüchteten einfach willkommen heißen, die denen den Alltag, die Integration erleichtern, in dem Sinne, sei es bei Behördengängen, sei es mit den Helfen bei der deutschen Bürokratie. Es ist nicht so voll ersichtlich, wo man sich registrieren kann, wo muss man denn hin. Vielen lieben Dank, Degena. Vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr dabei seid bei dem Stream. Jetzt lädt's gleich weiter mit Blues Power.